Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Instant Gaming News. In dieser Woche war richtig viel los und wir starten auch direkt mit der wohl interessantesten News oder der wichtigsten, denn Sony hat offiziell seine nächste Spielekonsole vorgestellt. Und wer hätte es gedacht, es handelt sich hierbei um die PlayStation 5. Ja, richtig gehört. Nach der PlayStation 4 bzw. PlayStation 4 Pro folgt nun offiziell die PlayStation 5. Es gibt zwar noch kein Bildmaterial zu der Konsole, deswegen seht ihr an dieser Stelle jetzt ein paar Bilder von The Last of Us Part 2, das ja demnächst exklusiv für PlayStation 4 bzw. PlayStation 4 Pro erscheint. Aber zurück zu PlayStation 5. Was hat Sony alles verraten? Zunächst einmal, die neue Konsole soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen, also nächstes Jahr zu Weihnachten, soll die PlayStation 5 im Handel erhältlich sein. Und darüber hinaus hat man sich auch zu den technischen Spezifikationen der Konsole etwas geäußert. Und ja, die haben wir für euch einmal kurz zusammengefasst. Also, es wird eine AMD APU verbaut, also sprich eine Kombination aus Prozessor und Grafikeinheit. Der Prozessorteil nutzt die Zen 2 Architektur, die man schon von den neuen Ryzen 3000 CPUs kennt. Und die Grafikeinheit, ja, da kommt natürlich eine AMD Navi-Einheit zum Einsatz und die unterstützt auch Raytracing, also hardware-seitig. Darüber hinaus kommt eine SSD als Massenspeicher zum Einsatz, wahrscheinlich eine M2-SSD, also eine wirklich flotte SSD. Dann wird es ein optisches Laufwerk geben für spezielle Game Discs, die bis zu 100 GB Daten abspeichern. Und auch 4K Blu-rays sollen auf der PlayStation 5 laufen. Darüber hinaus wird es auch einen neuen Controller geben, wahrscheinlich den DualShock 5 Controller, der dann entsprechend feiner programmierte Vibrationsmotoren hat und generell so ein paar kleine Verbesserungen. Wie viel die Konsole kostet, das hat Sony noch nicht verraten, aber wir gehen mal stark davon aus, dass wir da in den nächsten Monaten noch konkretere Informationen bekommen. So, und wer dachte, das ist schon eine richtig heiße News? Es wird noch heißer, liebe Leute, denn es gibt endlich einen offiziellen Release-Termin von Red Dead Redemption 2. Seien wir ehrlich, wir wussten alle, dass das Spiel früher oder später für den PC erscheint. Jetzt gibt es aber endlich eine offizielle Ankündigung und das Spiel erscheint schon demnächst für Windows-PCs. Nämlich am 5. November ist es soweit, dann erscheint Red Dead Redemption 2 für den PC und ja, natürlich das Ganze auch über den Rockstar Games Launcher, wenn ihr möchtet. Also auch das eine nette Geschichte. Und passend dazu hat auch Rockstar Games die offiziellen Systemvoraussetzungen veröffentlicht. Und die haben es auch in sich, denn unter anderem, also ihr benötigt als Minimum-Voraussetzung Windows 7 Service Pack 1, einen Intel Core i5-2500K oder einen AMD FX 6300, 8 GB Arbeitsspeicher, eine Grafikkarte vom Schlag GeForce GTX 770 oder eine AMD Radeon R9 280. Und jetzt aufgepasst, ihr braucht mindestens 150 GB Festplattenspeicher. Ja, das ist recht ordentlich. So, jetzt haben wir viele gute und erfreuliche Neuigkeiten gehabt. Jetzt müssen wir auch mal wieder die Stimmung etwas dämpfen. Es geht um Doom Eternal. Doom Eternal hätte eigentlich jetzt am 22. November für den PC, für die Konsolen und auch für die Switch erscheinen sollen. Ja, darüber hinaus war auch eine Portierung geplant von Doom 64. Jetzt haben aber die Entwickler, ID Software und Publisher Bethesda bekannt gegeben, dass das Spiel später erscheint. Genauer gesagt, um einige Monate verschiebt sich der Release. Am 20. März 2020 soll nun Doom Eternal erscheinen. Die Switch-Version wird sogar noch etwas später erscheinen. Als Gründe hat man unter anderem genannt, ja, dass man noch Probleme hat in Bezug auf die Spielgeschwindigkeit und auch auf den Feinschliff. Also man will einfach das Spiel noch weiter optimieren. Ja, das ist halt jetzt nicht ganz so erfreulich. Und zum Abschluss noch eine schöne Geschichte für alle WoW-Spieler da draußen, genauer gesagt für alle World of Warcraft Battle for Azeroth-Spieler. Es geht nämlich nicht um WoW Classic, sondern um WoW Retail. Und da hat jetzt Blizzard den nächsten großen Content-Badge angekündigt. Der heißt Visions of Nessuf und erscheint voraussichtlich
Im Dezember, im Januar, ja, Blizzard wollte da nicht so konkret werden, aber dafür weiß man schon, was alles in Patch 8.3 drinnen ist. Unter anderem ein sehr großer Raid, wahrscheinlich auch der letzte Raid jetzt dann in diesem Add-on. In dem Raid trefft ihr auf 12 Bosse. Es gibt neue instanzierte, schreckliche Visionen. Ja, das sind so ja, Szenarien, die man alleine oder auch in einer Fünfergruppe spielen kann. Es gibt neue verbündete Völker, die Mechagnome für die Allianz, die Vulpera für die Horde. Dann gibt es die Angriffe von Enshuf auf das Tal der ewigen Blüten. Ja, in Pandaria ist das. Und in Uldum. Es gibt neue Belohnungssysteme und viele weitere Kleinigkeiten, ja, Klassenanpassungen und so weiter und so fort. Also das eben dann alles in Patch 8.3, der ja, laut aktuellen Stand im Dezember bzw. im Januar erscheinen wird. So, liebe Leute, das war's auch mit den Instant Gaming News für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.